Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 15. Mai 2018? Heute ist Neumond. Bevor ich über diesen Neumond berichte, noch die Neuigkeiten. Ab heute habe ich hier in diesem Kanal jeden Tag eine neue Aufnahme und es handelt sich um Dualseelenastrologie. Thema ist natürlich Liebe, Partnerschaft, Dualseelenprozesse. Wenn jemand da angesprochen fühlt, empfehle ich diese Aufnahmen. Und jetzt schauen wir diesen Neumond an. Was bedeutet ein Neumond? Sonne und Mond treffen sich. Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt das Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. Wenn die beiden sich treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten und wird Mond für uns unsichtbar. Aber wir brauchen das Licht. Und wo finden wir das Licht in diesem Neumond? In unserem Inneren. Nachdenklich zu sein, meditieren, zurückhaltend sein, Klarheit bekommen. Aber die Klarheit gibt unserem inneren Stimme oder unserem Gefühl. Welchen Thema handelt sich heute bei einem Stier-Neumond? Natürlich, was die Stier vermittelt. Sicherheit, Stabilität, ein bisschen Bequemlichkeit, aber etwas angenehm zu gestalten, etwas im Besitz zu nehmen, handelt sich oft auch um Immobilien und Finanzen, aber auch Sicherheit, Stabilität in die Liebe, Partnerschaft oder Familiengründung. All diese Themen spricht die Stiermond und dieser Neumond an. Und das können wir verinnerlichen und Gedanken machen, was gibt uns Sicherheit, Stabilität, was können wir im Besitz zu nehmen, was können wir gründen, was trägt dann auch Früchte, was können wir umsetzen in Realität. Und diese Themen können wir mit uns selbst ausmachen, weil unsere inneren Stimme sagt auch die Antwort. Und das ist diese Zurückhaltung, diese nach innen schauen, das Licht in unserem Innen suchen und auch finden. Mond bewegt sich schneller als die Scheinbewegung, die Sonne. Warum sage ich Scheinbewegung? Weil nicht die Sonne bewegt sich, sondern unser Planet Erde bewegt sich. Aber wir sprechen immer über Sonnenbewegung. Also die Scheinbewegung, die Sonne ist langsamer als die Bewegung des Mondes. Und das erzeugt das Mond schneller, also entfernt sich von dieser Position und bekommt wieder Sonnenlicht und wird uns wieder sichtbar und beginnt die zunehmende Mondphase. Im Allgemeinen gilt es in dieser Zeit etwas starten, was zunehmen soll, vermehren soll. Aber immer achten auf den einzelnen Tagen, weil es gibt immer wieder Tage, besonders die Halbmondtage, wo Spannung da ist. Und dann müssen wir das Gleichgewicht finden, weil diesem Tag ist vielleicht nicht gut, etwas Neues zum Starten. Und natürlich darauf achten, wie können wir die Energie ausgleichen. Und welche Einflüsse haben wir noch von Sternen? Alkohol, erstmal bestrahlt dieser Neumond Capulus und dann erreicht Mond Alkohol und Alkyone. Das heißt, dieser Neumond, Sonne und Mond, in der Kreiszeichen Stier, wird bestrahlt von Capulus. Capulus ist das Schwert von Perseus. Wer ist dieser Perseus? Dazu gibt eine Geschichte. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen.
Die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Poseidon, bei Gott des Meeres, und Poseidon wurde auch zornig und schickte den Walfisch im Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Der Walfisch dachte ja, na gut, warum soll ich das machen, was Poseidon sagt, ich treffe selbst doch die Entscheidungen, und nahm Andromeda, die schöne Königstochter, und fesselte in Felsen. In die Nähe befand Medusa die Furchterregende. Man wurde erzählt, wenn Medusa jemand erblickt, dann ist wie Stein, kann nicht bewegen, bekommt Angst. Und diese Medusa hat Haare aus Schlangen. Und so hat Andromeda auch noch diese Angst gehabt, war gefesselt im Felsen, konnte nichts bewegen, bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und schneidete den Fessel durch, befreite Andromeda und die beiden haben sich verliebt, Andromeda und Perseus. Und dann kamen die geflügelten Pferd Pegasus und die beiden sind mit diesem geflügelten Pferd davon geflogen. Und das war die Befreiung von Andromeda. Diese Geschichte sagt uns etwas bei diesem Neumond. Keine Angst zu haben, befreien von Ängsten. Wenn das schwierig ist, dann sollen wir vielleicht uns verbinden mit Erzengel Michael, weil Erzengel Michael hat auch ein Schwert, ein Lichtschwert, und seine Aufgabe ist, Menschen zum Helfen von Ängsten zu befreien. Haben wir wieder mit diesem Schwert zu tun. Also Erzengel Michael kann uns auch helfen, Ängste zu befreien. Und diesen Einfluss haben wir direkt bei diesem Neumond. Wie ich schon sagte, Mond bewegt sich ziemlich schnell, verlässt diese Position, verlässt Capulus und erreicht Algol. Algol ist ein wunderbarer Stern, leider wurde im Mittelalter als Dämon bezeichnet. Das war die dunklen Mittelalter, die Hexenjagd. Also wurde auch diesem Stern leider verhext oder schlecht dargestellt, obwohl dieser Stern hat eine große Bedeutung gehabt im Antiken, besonders auch bei Ägypter wurde verehrt. Warum? Algol ist ein Dreifachstern und ändert sich dadurch die Licht und die Lichtstärke und auch die Farben. Und die Ägypter, aber nicht nur die Ägypter, sondern auch die Babylonier, haben diesen Stern Algol beobachtet, wie sie sich ändert. Und sie haben erkannt, bei bestimmten Farben wirkt auf dem Tag anderes als bei anderes Mal, wenn die Farbe sich ändert. Und das war ihre Prophezeiung. Wie ein Orakel. Die könnten genau sagen, dieser Tag wird gut, das wird schlecht, alleine von dieser Farbänderung, diesem Stern Algol. Und das war für Prophezeiung da und sie haben natürlich das auch verehrt. Aber dieser Stern Algol befindet sich in Medusa und im Allgemeinen gilt Medusa die Furchterregende, aber wer bekämpft diese böse Medusa? Das war natürlich auch Perseus. Perseus hat Kopf Medusas abgeschnitten, aber war auch eine Dame im Himmel, Alkyone, wo sie gehabt hat über den Bösen. Alkyone ist die Tochter von Atlas. Das sind die sieben Töchter, die Plejaden. Und da gehört Alkyone dazu, die hellste Stern im Plejaden. Und man sagt, die kämpft gegen den Bösen. Und diese Alkyone herrscht auch oder wirkt auch auf unserem Tag, weil die Mond nimmt diese Energie auf und gibt uns diese Energie weiter. Das heißt, Ängste zu befreien und all das, was wir uns als böse erscheint, Kontakte oder eine schlechte Gedanken oder Angst, Zweifel, all davon zu befreien. Und dann haben wir den Sieg.
Ich betone auch die Saturn-Energie, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Saturn bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Steinbock und ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun, oft mit Karma etwas zu tun. Immerhin ist Saturn der Hüter der Karma. Und was sie es bestrahlt, die Saturn gerade, und das bedeutet etwas in Form zu bringen, in Gestalt zu bringen. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion und hat Einfluss von Agena und Bungula. Agena und Bungula stehen in Verbindung und das heißt, sie zeigen eine Richtung. Heißt auch, die sind die Zeiger. Und die Richtung, wo diese Sterne zeigen, das ist der Sternbild Kreuz des Südens und es ist im Südhalbkugel sichtbar und in diesem Sternbild Kreuz des Südens befindet sich die Südpol und diese Richtung zeigt sich Agena und Bungula und das Kreuz des Südens hat immer Themen, religiösen Themen, spirituellen Themen, Gottverbundenheit und unserem Planet Erde. Der Einfluss auf unserem Erde, diese Zeiger, zeigt direkt in diese Richtung. Damit wir heute Kraft haben, diese inneren Kraft und Selbstbewusstsein, etwas Neues zum Starten nach diesem Neumond, mit was können wir beginnen, wenn die zunehmende Mondphase beginnt, empfehle ich heute Türkis. Türkis ist ein ganz starker Schutzstein. Schützt von Gefahren, auch verleiht auch uns diese Ahnung, dass wir vorher schon ahnen, wenn eine Gefahr kommt, stärkt unserem Selbstbewusstsein, gibt uns Lebenskraft und Erkenntnisse und in die Lage, dass wir Erinnerungen haben in Vergangenheit und erkennen auch oft die Ursache auf den Problemen, die Ursache auf die Krankheiten oder haben wir karmische Erinnerungen. Türkis sollen wir entladen mit Hämatit, das heißt im Nacht in eine Schüssel legen mit Hämatit, dann wird Türkis entladen und mit Bergkristall aufladen oder mit Mondenergie aufladen, aber nie mit Sonnen, weil verliert die Farbe. So, wie wirkt all das in unserem einzelnen Tierkreiszeichen? Ich nehme die Zeitpunkt, wo genau exakt dieser Neumond stattfindet. Und in diesem exakten Neumond, wo Sonne und Mond sich treffen in Tierkreiszeichen Stier, steigt die Osthorizont, die Tierkreiszeichen Jungfrau auf. Die Tierkreiszeichen Jungfrau spiegelt uns etwas, schaut alle hin. Das ist wichtig jetzt, etwas in Ordnung zu bringen. Oder Sicherheit, Stabilität, Erdeelement. Die Erdeelementen wollen alle die Sicherheit und Stabilität. Auch die Stier, auch die Jungfrau, auch die Steinbock. Etwas in Form zu bringen oder etwas noch untersuchen, Gedanken machen über etwas, noch überprüfen etwas. Wir brauchen gerade diese Ordnung. Oder etwas trennen, Spreu von Weizen. Oder sollen wir erstmal zurückhaltend sein, bescheiden zu sein und kluge Entscheidungen treffen. Aber Jungfrau bedeutet auch Gesundheit, gesunde Ernährung. All diese Themen kommen jetzt hoch. Oder die Jungfrau zeigt uns, was sollen wir jetzt wahrnehmen. Mal anschauen, weil das hilft uns. Und das sind die Themen. Und Glück, Fortuna, befindet sich auch hier im Jungfrau gerade und steigt in diesem Neumond. Fortuna steigt in Osthorizont auf. Also Glück haben wir auch. Für die Jungfrau Geborenen bedeutet das selbstverständlich etwas ins Licht zu bringen. Wahrgenommen werden oder die Wahrheitssuche. Auch Gespräche führen. Und die Jungfrauen können gerade gute Gespräche führen. In die Liebe, Partnerschaft sind noch Unklarheiten da oder Unsicherheiten. Da sollen die Jungfrau Geborenen noch geduldig sein.
Die Tierkreiszeichen Wagen geboren haben auch das Bedürfnis wahrgenommen zu werden und sie haben gerade eine gute Energie, was die Liebe, Partnerschaft betrifft und die kommenden Tage kommt auch einiges in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen ist wichtig Familie, Verwandtschaft oder eine Einladung oder ein Besuch. Viele Skorpiongeborenen lernen etwas oder besuchen ein Seminar oder ein Buch bedeutet etwas, neue Erkenntnisse gewinnen gerade und auch die Werte, Wertschätzungen, auch die Finanzen, da möchten die Skorpiongeborenen auch etwas in Ordnung bringen. Was die Liebe Partnerschaft betrifft, da sind die Skorpiongeborenen noch etwas unsicher. Und die Gespräche haben auch eine Bedeutung oder Verträgen oder ein Termin. Nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern jemand wartet auf eine Nachricht, da vielleicht mal auch Gedanken machen und mal die Kontakt aufbauen, dass wieder alles in Harmonie kommt. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren brauchen Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter den Füßen. Beruflich möchten sie auch etwas verbessern und sich umsetzen. Es ist etwas mühsam momentan, aber in die nächste Zeit, damit meine ich in die kommenden Tage, kommt das mit Leichtigkeit. Die Gespräche, da ist ein gewisser Hin und Her, man weiß nicht, soll man sagen oder nicht sagen, wie sollte man das oder jenes verstehen, wie sollte man vermitteln, dass das nicht zu Missverständnissen führt, also eine gewisse Unsicherheit bei Kommunikation. Und die Liebe Partnerschaft spiegelt etwas für die Schützengeborenen, das heißt, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man sollte auch mal in diese Spiegel schauen, aber nicht nur warten, dass die andere Gefühle zeigt oder Interesse zeigt oder die Kontakt sucht, weil das ist dann einseitig, sondern die Schützengeborenen sollen auch auf anderen zugehen, aber so, dass die Gleichgewicht bleibt, darf nicht einseitig sein, also die Schützengeborenen sollen sich auch nicht aufopfern, sondern so in Harmonie halten. Ein Stück entgegenkommen, aber sie können auch Erwartungen haben. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen kommen Veränderungen. Sie haben sehr viele Prozesse, auch Lernaufgaben, karmische Begegnungen, Sehnsüchte, Wünsche, all das in Ordnung zu bringen, aber auch Gespräche, was jetzt gerade verbessert auch und wird auch mehr sein, die Kommunikation oder kommen klärenden Gespräche, das verbessert sich in die nächste Zeit. Wichtig ist, dass all das spielerisch, das, was die Steinbock-Geborenen lernen gerade, dass sie das spielerisch machen. Nicht mit Druck oder nicht anstrengend, sondern wirklich Ziele setzen, aber mit Leichtigkeit kommen schneller und leichter ins Ziel. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen haben natürlich karmische Themen und kommt viel ins Oberfläche, karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen, besonders in die Liebe-Partnerschaft erleben gerade die Wassermann-Geborenen. Und sie sollen auch ihre schöpferische Kraft auch spüren, weil es ist auch möglich, beruflich auch etwas verbessern, ihren Ideen umsetzen in beruflichen Situationen. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren ist sehr wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft und in diesem Neumond, da sollen sich Gedanken machen. Sie sind sehr unsicher oder viele Fischen geboren haben das Gefühl, es ist unerfüllt, diese Liebe. Aber nicht aufgeben, nicht die Glauben daran verlieren, sondern im Vertrauen bleiben. Wenn die Fischen geboren gelingt, diese Liebe zu vertrauen, das kommt alles im Fluss, werden auch erleben, dass eine baldige Verbesserung kommt, weil bald haben die Fischengeborenen Glück. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist auch eine Art Wandlung und Neubeginn.
Es ist nicht der richtige Augenblick zum Handeln, sondern nichts tun ist manchmal mehr getan. Und diese Ruhe, diese Zurückgezogenheit, das, was die Wiedergeborenen nötig brauchen momentan, weil dann spüren sie auch die Kraft. In die Liebe-Partnerschaft kommt eine gewisse Leichtigkeit, kommt auch alles in Form. Das ist was Positives. Und bei Gesprächen ist auch vernünftig, also nicht unüberlegt etwas sagen oder schnell etwas Neues beginnen, sondern eher überlegend einen Plan zu haben, vernünftige Gespräche führen, eher langsam oder zurückhaltend momentan, führt auch ins Ziel. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen bedeutet natürlich sehr viel, diese Neumond. Sie spüren die Kraft, die Sonne und Mond, und natürlich haben einen Plan auch. Viele Stiergeborenen fühlen sich gerade mit Ausland verbunden. Entweder planen sie eine Reise oder ein Projekt im Ausland oder haben sie ausländische Kontakte oder kommt ein Besuch. Ausland kann gerade was bedeuten für die Stiergeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben berufliche Ziele und das möchten sie erreichen, aber auch in die Liebe-Partnerschaft, das ist auch sehr wichtig. Also beiden Bereichen spielen gerade eine Rolle und kommt in die Tagen auch die Möglichkeiten, Chancen, kommt etwas in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist auch die berufliche Situation sehr wichtig. In die Liebe-Partnerschaft fühlen sich ein bisschen unsicher noch. Man braucht diese spielerische. Und wenn Sie mit spielerisch in die Liebe-Partnerschaft umgehen, das heißt nicht die Liebe verspielen, sondern mehr Leichtigkeit in die Liebe-Partnerschaft, da haben die Krebsgeborenen mehr Glück. Und natürlich viel Krebsgeborenen ist wichtig, eine berufliche Veränderung oder Aufstieg beruflich. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben karmische Themen und kommt vieles, vieles hoch, haben auch neue Aufgaben. Kann auch bedeuten, im Augenblick, dass auch Angst entsteht oder Zweifel oder Unsicherheit, lieber passiv zu sein, abwarten, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Zwilling und beginnt diese zunehmende Mondphase, dann kommt auch bei den Löwengeborenen auch einiges in Bewegung. Die Gespräche, Termine, Verträge eher meiden. Und das war mein heutiger Tageshoroskop und noch die Blitzberatungen. Was ist es, wie funktioniert es? Es sind E-Mail-Beratungen und das heißt, ich schreibe mir ein E-Mail und ich beantworte diese E-Mails auch blitzschnell, heißt auch Blitzberatung. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.